Die Sonne. Ohne diese gewaltige Feuerkugel wäre irdisches Leben undenkbar. Die Energie, die sie in Form von Licht und Wärme ausstrahlt, entsteht durch Fusion, also durch das Verschmelzen von Atomkernen. Auf unserem kleinen Planeten will die Wissenschaft diesen Prozess nachahmen, um damit Strom zu erzeugen. Das, was auf der Sonne unter extremen Bedingungen von selbst abläuft, ist hier allerdings hochkompliziert. In weltweiter Zusammenarbeit sucht man nach Lösungen, um das Sonnenfeuer in einem Fusionskraftwerk zu entfachen. Im Zuge dieser globalen Kraftanstrengung wurde in Greifswald an der Ostsee eines der beeindruckendsten Beispiele deutscher Großforschung und Ingenieurskunst errichtet. Die Fusionsforschungsanlage Wendelstein 7X. Die Anlage selbst ist nicht für die Stromerzeugung aus Fusionsreaktionen ausgelegt, sondern soll ein zentrales Problem der Fusionstechnik lösen, denn Anlagen anderer Bauart können bisher nur pulsweise betrieben werden. Wendelstein 7X ist die weltweit größte Anlage des Bautyps Stellarator. Das Ziel? Der praktische Beweis, dass im Stellarator ein Dauerbetrieb möglich ist. Um die komplexe Maschine zu verstehen, betrachten wir zunächst einen der 6 Tonnen schweren Magnete. Das erzeugte Magnetfeld sorgt dafür, dass das Plasma die Innenwände nicht berührt, da es sonst sofort abkühlen würde. Die spezielle Form und Anordnung der Magnete konnte nur mit Hilfe von Supercomputern errechnet werden und bietet dem Plasma optimale und dadurch für den Dauerbetrieb geeignete Bedingungen. 20 weitere Magnete sorgen dafür, dass das Magnetfeld für die Experimente variiert und optimiert werden kann. Von den Magneten umschlossen verläuft die Plasmakammer, in der das Plasma erzeugt wird. Die innerste Schicht besteht aus Metall- und Graphitplatten, die großen Wärmebelastungen von bis zu 10 Megawatt pro Quadratmeter widerstehen können. Zum Vergleich, ein Space Shuttle wurde beim Wiedereintritt in die Atmosphäre nur mit 6 Megawatt pro Quadratmeter belastet. Da die vollständige Fusionsanlage über 750 Tonnen wiegt, braucht es sehr starke Trägerelemente. Zahlreiche Kabel und Kühlleitungen versorgen die Anlage. So werden die Magnete auf minus 270 Grad Celsius gekühlt. Bei diesen Temperaturen sind sie supraleitend. Das heißt, ein einmal eingespeister Strom kann ohne elektrischen Widerstand beliebig lange fließen und das Magnetfeld dauerhaft aufrechterhalten. In den verbleibenden Öffnungen werden Messgeräte platziert, mit denen die Forscherinnen und Forscher das Plasma überwachen und steuern. Das Außengefäß schließt das komplexe Innenleben ein, von dem nun fast nichts mehr zu sehen ist. Im Inneren der Anlage wird ein Vakuum erzeugt. Dieses ist notwendig, um die Dichte und Zusammensetzung des Plasmas kontrollieren zu können. Erst dann wird durch eine kleine Öffnung am Boden 1 Milligramm Wasserstoffgas in das 30 Kubikmeter große Plasmagefäß eingelassen. Mikrowellenstrahlung mit einer Heizleistung von 8 Millionen Watt verwandelt das Gas in Plasma und heizt es auf 100 Millionen Grad Celsius auf. Damit ist es ungefähr 10-mal heißer als im Kern der Sonne. Diese Temperaturen sind ausreichend, um in Fusionsreaktoren Atomkerne zu verschmelzen und so Energie zu erzeugen. Da die Magnete in unmittelbarer Nähe des Plasmas extrem gekühlt sind, herrschen in Fusionsanlagen im Abstand von wenigen Zentimetern nicht nur die heißesten, sondern auch die kältesten Temperaturen in unserem gesamten Sonnensystem. Für den Betrieb von Wendelstein 7X sind weitere Anlagen notwendig. Die Systeme zur Heizung des Plasmas. Die Stromversorgung. Die Kühlgeneratoren. Das Data Center. Und schließlich das Kontrollzentrum, in dem alles gesteuert und überwacht wird.
Wenn das Wendelstein 7X-Projekt erfolgreich Plasma mit fusionsrelevanten Eigenschaften im Dauerbetrieb herstellen kann, wäre das ein gewaltiger Durchbruch in der Fusionsforschung. Die Fusionstechnik hat das Potenzial, die Energieversorgung der gesamten Menschheit zu revolutionieren.